So, hier sind wir hier in Maria City. Wir müssen zur Route 6 zurück. Und ich glaube, das ist auch die Route direkt hier nach der Brücke. Das heißt, wir haben es nicht mehr allzu weit. Also nicht nach der Brücke, sondern nach der anderen Brücke. Der großen hier. Vielleicht finden wir auf dem Weg zurück noch ein paar Federn. Mal die Augen und Ohren offen halten. Na, da ist was. Na, kein Glück, haben wir nur einen Kampf gefunden. Gegen eine Pikulente. So. Das Entchen lassen wir aber in Ruhe und legen einfach weiter. Vielleicht noch eine Feder irgendwo. Da. Und eine Kraftfeder haben wir gefunden. Die ist sogar mal nützlich. Und dann gleich noch was. Eine Genie-Feder ist, glaube ich, für Spezialangriff. Können wir auch gebrauchen. So, jetzt aber erstmal hier Route 5 und ein Trainerkampf. Okay. Dann eben noch ein Trainerkampf. Gut. Hätte ich zwar lieber mit meinem neuen Teammitglied gemacht, da das dann wahrscheinlich noch gut gelevelt werden muss. Aber ihr seht, ich muss es hier jetzt gleich fangen und hier sind die Viecher schon Level 22. Das heißt, dementsprechend wird auch mein neues Teammitglied gleich sein. Ungefähr. Das werde ich wahrscheinlich gleich mal ein bisschen leveln müssen. Dann auch schon mein Glücksei, dann geht es recht schnell. Also, aber erstmal hier mal auslassen alles. Vielleicht sind auch noch mehr Trainer dabei. Werden wir dann mal gucken. Und ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Beutel, Basis-Items und dann nicht das Fahrrad, die Karte einsetzen. Wir sind hier schon richtig, wo wir sind. Also, einfach mal hier ins Gras gehen und ein bisschen Glück haben. Also. Nein, das ist es nicht. Ein Pico-Chilla. Dich lassen wir mal schnell aus. Und suchen weiter. So, noch ein Pico-Chilla. Wie gesagt, nein. Geh weg. Auch wenn du süß bist. Und auch kein Kleopatra. So. Auch du lässt mich bitte in Ruhe. Und ich würde sagen, ich würde gleich mal ein anderes Pokémon vornehmen, weil Geotesto ist halt wie gesagt recht langsam und darum entkommt er nicht mal gegen Cleopatra. Das ist ein bisschen peinlich. So, Atmurai, du kommst mal nach vorne und ich frage mich auch gerade noch, wie ich das überhaupt fangen soll, weil schwächen kann ich es wahrscheinlich nicht. Wenn ich mir den Levelunterschied so angucke. Deshalb werde ich mir das überlegen müssen. Wir können hier. Also mit Atmerei können wir auf jeden Fall nicht angreifen. Also wir müssen einfach hier. Eigentlich müsste es hier schon geben, das Pokémon. Hier gibt es ja nur eine Art von Gras. Oder auch nicht. Aha. Aber es müsste schon das linke, das rechte sein hier. Also das hellere. Obwohl, kommen im linken nicht immer zwei Pokémon? Da muss ich kurz nachgucken. Der Ton hat gerade gehangen. Okay, was auch immer das gerade war. Auf jeden Fall war es seltsam. So, wie gesagt, ich gucke mal in einem anderen hohen Gras. Wenn daher, wie gesagt, öfters mal zwei Pokémon kommen, haben wir da vielleicht eine höhere Chance. Und... ja. Dann kommt natürlich gleich zweimal das Pokémon, das ich fangen will.
So, natürlich muss ich jetzt eins von beiden besiegen. Und zwar... So. Wer hat das Glück, bei mir im Team zu sein? Wen werde ich verdichten? Der Zufall wird entscheiden. So, und du machst einfach mal... einen Protzer. Weil der Zufall hat entschieden, dass dieses Monozyto wegkommt. Und jetzt werden wir einfach Bälle zu werfen. Ich werde jetzt versuchen, Bälle zu werfen und zwar am besten mit Admurai, da der keine Sachen hat, wo ich nicht angreife. Dann müsst ihr noch Items verwenden. Aber egal. Also Beutel. Vielleicht habe ich ja Glück und es reicht ein Hyperball. Bei dem Level mit dem Hyperball soll es auch recht einfach gehen. Oder auch nicht. Wieso auch? So, einfach weiterwerfen mit Bällen. Recht viel mehr kann ich im Moment auch nicht machen. Das will nicht so ganz, wie es aussieht. Ich kann jetzt höchstens einmal probieren, irgendwie mein Nagelotz einzuwechseln. Und mit dem Schaden zu machen, aber es hilft auch nicht wirklich viel. Bitte bleib drin. Och komm. So, dann versuch jetzt doch mal. Moment. Pokémon. Nagelotz. Und dann trotzdem versuchen. Okay, wenn ich mit dem ersten Pokémon schon was mache, kann ich mit dem zweiten nicht den Ball werfen. Das heißt, du setzt dann noch bitte Protzer ein. So, jetzt nur hoffen, dass Monozyto nicht direkt mein Nagel dazu wandert. Dann versuche ich mal mit Nagelotz irgendwas einzusetzen, was vielleicht paralysiert. Habe ich natürlich nichts, aber trotzdem mal Tackle. So ein bisschen Schaden könnte vielleicht helfen. Und Kraftreserve kann wirken auf Nagelotz, also umso besser. Gut. Beutel. Jetzt haben wir minimal Schaden gemacht. Jetzt kann es nur klappen. Ich habe sogar mal einen Timerball, weil der Timer schon so lange dauert. Und das muss jetzt einfach... Bleib drin. Ich hasse dich. So. Und dafür, dass der Kampf jetzt so lange dauert, ich... Wehe, du hast ein schlechtes Wesen. Wehe. Das würde nämlich heißen, dass ich noch eins fangen muss. Aber ich glaube, wenn ich noch eins fangen müsste... Dann hole ich mir irgendein Pokémon, das es schwächen kann. Vielleicht hole ich mir sogar von der Bank, vom Lager wieder so ein Ding zurück. Ich komme mir da echt vor, als würde ich hier irgendein legendäres Pokémon fangen. So stur ist das. Komm schon. Kann doch nicht so schwer sein, einfach drin zu bleiben. Danke. So, Monozyto gefangen. Schauen wir uns gleich mal an noch. Kein Spitzname natürlich. Schauen wir uns gleich mal an hier. Und zwar nicht im Beutel, sondern bei dem Pokémon. So. Also, hier. Unser Monozyto, Wesen hitzig, heißt, dass das Wesen beschissen ist und dass ich mir ein neues holen kann. Gut. Aber... Moment. Das macht gar nichts, weil ich nehme jetzt einfach dieses Monozyto nach vorne und hab dann was schwächen kann erstmal. Also suchen wir dann einfach mal ein neues. Da haben wir auch schon eins. Ja, das dunkle Gras ist auf jeden Fall besser zum Suchen. So. Dann machen wir erstmal Kraftreserve auf das eine Monozyto. Und machen mal schnell das Xierpadra weg.
Das ist sehr effektiv sogar. Also diesmal soll es leichter sein zu fangen. So, und entweder ist Überwurf eine Attacke, die immer zuletzt dran ist, oder mein Geotest ist wirklich verdammt langsam. So, jetzt aber erstmal gucken. Reicht es denn schon, einen Ball zu werfen? Ich fange einfach mal mit einem Pokéball an. Die müssen hier irgendwann auch wegkommen. Und wenn ich jetzt wandern... Und mein Monozytur ist besiegt. Das ist nicht so gut. Also muss es jetzt doch reichen, wie viel Schaden ich ihn gemacht habe. Na gut, werfen wir einfach einen besseren Ball. Was haben wir ja noch? Wir haben Heilball, wir haben einen Superball. Werfen wir mal den Superball. Und irgendwie sind alle von diesen Monozytos ziemlich stur, was das Fangen angeht. Ach ja. Was man nicht alles tun muss für ein neues Pokémon. Also. Uns gehen langsam die Bälle aus. Das ist das Problem. Werfen wir mal alles, was wir noch so haben. Heilball. Und direkt draußen, natürlich. Ich bräuchte echt einfach eine Attacke, die einfach nur paralysiert zum Beispiel. Oder irgendwas ähnliches. Dann werde ich die Sache so einfach machen. Es will einfach nicht. Wir haben jetzt noch genau einen Netzball, einen Heilball und einen Pokéball. Ich werfe jetzt erstmal den Pokéball. Wieso muss es so stur sein? Bleib doch einfach in dem Ball. Netzball. Das bringt gar nichts, aber ich werfe einen Netzball. Ich lache, wenn er jetzt gefangen bleibt. Hätte sogar fast geklappt. So. So. Mein letzter Ball, den ich allgemein dabei habe. Ich hasse dich. Er lässt mich wirklich alle Bälle auf ihn werfen. Und wenn er mir jetzt... Der ultimative Troll wäre jetzt noch, wenn das Viech wieder ein schlechtes Wesen hat. Bericht. Hart. Geht doch, das beste Wesen, das es geben kann. Gut. Dankeschön. Das war also doch den Aufwand wert. Gut. Also, jetzt erstmal, wie gesagt, in die Stadt... heilen, dann mein Monozytur mit das Lux-Ei geben, dass es schneller levelt, und dann versuchen, das ein bisschen hochzuhauen. Und da sind wir mal wieder in Raiono City. Wo war denn hier das Pokémon-Center? Hier. Also heilen wir mal erstmal die Pokémon hier. Ja, bitte. Ich war gerade abgelenkt, Entschuldigung. Unser Team ist topfit. Dann legen wir noch das eine Monozytor ab. Mit dem schlechten Wesen. So, jemand ist PC. Pokémon ablegen. Und zwar ganz schnell. Dieses. Ablegen. Und dann kann es weitergehen. Und zwar gehen wir erstmal hier in unseren Beutel.
Dann gehen wir hier. Ne, wir müssen nicht in den Beutel, wir müssen erstmal hier zu. Geotesto trägt es ja noch, das heißt, wir müssen erstmal Geotesto wegnehmen. Und es dann dem anderen jetzt wieder geben. Erstmal gucken, wo ist es denn? Glücksei hier. Geben. Monozyto. Und dann finden wir doch gleich mal hier an der ersten Stelle. Und dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen in Gräsern kämpfen müssen, um einfach mal es ein bisschen auf den Stand anzupassen, auf dem wir gerade sind.